بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hat mir das Wudu eigentlich beendet? Die Eigenschaften des Wudu beim Vollständigen. Achso, wir haben also die Eigenschaften noch nicht komplett durchgenommen. Gut, das letzte war wahrscheinlich die Niyya. Wir hatten über die Absicht gesprochen, wie diese im Wudu aussieht oder allgemein in der Tahara. Danach hat der Imam, rahimahullah, begonnen, die zwei Eigenschaften des Wudu zu erwähnen. Es gibt zwei Eigenschaften, einmal die As-Sifatul Kamila, das nennt man die vollständige Eigenschaft. Sie wird vollständige Eigenschaft genannt, da sie alle Formen der erwünschten, der Solltaten beinhaltet. Die andere nennt sich As-Sifatul Mujzi'a, das kommt von dem Wort Al-Ijza, das heißt die Pflichterfüllung. Das ist die Eigenschaft, die die Pflicht erfüllt, das heißt, sie ist beschränkt auf das Minimum, dass man im Wudu, das im Wudu verlangt wird von Mündigen. Die vollständige Eigenschaft ist folgendes. Er sagt, er beginnt mit der Niyya, er fasst die Niyya. Und wir hatten gesagt, der Mahal der Niyya, das heißt die Stelle, wo man mit der Niyya kommt, ist die erste Pflicht. Hier ist es verpflichtend. Er muss die Niyya gefasst haben vor der ersten Pflicht, bevor er beginnt damit. Es ist aber Mustahab, sie schon zu fassen bei dem ersten Mustahab. Und das wäre das, der Istiqbal Qibla, dass man sich Richtung Qibla hinstellt. Das ist wie gesagt eine Sunna, ich erinnere nochmal daran, das Anpeilen der Qibla in jeder Ibadah, wie Sheikh al-Islam Taymiyyah sagte, außer es gibt Ausnahmen, Ausnahmeregelungen. Daher auch das Anpeilen der Qibla ist hier eine Sunna, die der Imam vergessen hat, beziehungsweise nicht erwähnt hat. Er sagt, er beginnt mit der Niyya, danach spricht er die Tasmiya aus, die Basmala. Die Basmala ist eine Wajib-Tat bei den Hanabila im Wudu. Danach wäscht er sich seine Hände dreimal. Das ist eine Sunna, außer nach dem Aufwachen, außer nach dem Schlaf in der Nacht, da hatten wir gesagt, dass es verpflichtend ist. Dann spült er sich den Mund und die Nase dreimal. Dreimal macht er das mit seiner rechten Hand. Und dass er das aus einer Hand macht, das heißt, er füllt seine Handfläche und spült mit der einen Handfläche den Mund und die Nase, das ist die vorzüglichere Art und Weise, die im Hadith von Abdullah ibn Zayd überliefert wird. Das Ausspülen der Nase macht er aber mit der linken, das heißt das Rauslassen des Wassers, das ist auch in der Sunna so überliefert worden. Danach beginnt er sein Gesicht zu waschen. Und was ist das Gesicht? Wie wird das Gesicht definiert? Sie sagen, das Wort Al-Wajh kommt aus dem arabischen Begriff Al-Muwajaha. Al-Muwajaha bedeutet, jemanden mit etwas zu konfrontieren. Also das, oder jemanden, die Seite, die jemanden begegnet, wenn er mit dir spricht. Oder das, was er von dir sieht, wenn er mit dir spricht. Das ist der Al-Wajh. Und diese Definition ist wichtig, weshalb werdet ihr gleich sehen. Jedenfalls im Allgemeinen wird das Gesicht definiert wie folgt. Sie sagen, dass das Gesicht man hadara min al-lahyaini la dhakani tulan. Das heißt, das Gesicht beginnt vom Haaransatz, vom gewöhnlichen Haaransatz, nicht von ungewöhnlichen Haaransätzen, bis zum Kinn. Und vom Ohr zu Ohr, also von der Seite, vom Ohr zu Ohr. Das heißt, dieser weiße Bereich hier beim Ohrläppchen, der gehört auch noch zum Gesicht. Das heißt, wenn du dein Gesicht wäschst, musst du das mit waschen. Gewöhnliche Haareinsätze, weil es gibt den sogenannten Al-Asla', bei dem die Haare erst weit oben ansetzen. Der muss diesen Teil hier nicht mit waschen. Das gehört nicht zu seinem Gesicht. Und es gibt Menschen, denen die Haare auf die Stirn wachsen. Das heißt, bei ihm kommen die Haare ein bisschen weiter runter. So.
Das ist selten, aber das gibt es auch. Der müsste einen Teil seiner Kopfhaare mitwaschen. Deswegen reden wir von einer von allgemeinen Zuständen, vom normalen Fall. Jedenfalls, wenn wir verstanden haben, was das Gesicht ist, dann lässt sich Folgendes über den Bart sagen. Der Bart, wenn er dicht ist, das heißt die Haut darunter wird nicht erblickt, dann ist er ein Teil des Gesichtes, des Wajh, weil auch die Muwajaha hierdurch geschieht. Demgemäß muss er den Bart mitwaschen. Nicht nur anfaschen, er wäscht ihn wirklich mit, also die obere Seite natürlich. Auch wenn er länger ist, er muss ihn komplett bestreichen. Sollte der Bart aber undicht sein, das heißt, es ist ein lüftiger Bart, man sieht die Hautfarbe darunter, oder die Haut, in diesem Fall muss er die Haut darunter waschen. Er muss die Haut darunter waschen. Na. Jedenfalls, und das gleiche gilt für dichte Haare im Gesicht. Für dichte Haare im Gesicht oder lüftige Haare. Nach demselben Prinzip. Ja. Danach wäscht er sich seine Hände bis mit den Ellenbogen. Nicht, wir sagen lieber nicht mit bis zu den Ellenbogen, sondern mit den Ellenbogen. Das ist nämlich eine wichtige Sache hier. Allah sagt im Koran: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, und eure Hände إِلَى الْمَرَافِقِ, bis zu den Marafiq. Hier muss man Folgendes sagen. Das Wort Ila hat nämlich eine besondere Bedeutung in der arabischen Sprache, die hier in dem Vers widersprochen wird. Ich sage mal, Aydiakum. Aydiakum. Da vorne irgendwo war mal die Rede vom Al-Rasl, vom Waschen. Das Waschen ist also der Hukum hier. Aydiakum. Also, und wascht auch eure Hände. Ila ist jetzt diese Präposition, dieser Partikel. Wird in Harf al-Jar genannt. Al-Marafiq sind die Ellenbogen. Das Wichtige bei diesem Partikel Ila ist Folgendes. Das, was nach Ila steht, das wäre dann hier, dieses Wort. Was nach Ila steht, tritt nicht mit im Hukum von dem ein, was vor Ila steht. Also das bedeutet eigentlich, die Marafiq, die Ellenbogen, gehören nicht gewaschen. Eigentlich. Das ist die ursprüngliche Verwendung dieses Wortes Ila. Daher auch im Fasten sagt Allah Jalla, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, und dann vervollständigt euer oder haltet euer Fasten ein bis zur إِلَى اللَّيْلِ, bis zur Nacht. Die Nacht gehört also nicht mehr dazu, richtig? Also du fastest keinen Teil der Nacht. Aus einem minimalen Bruchteil der Nacht, um das Fasten zu verwirklichen. Hier ist es aber nicht so der Fall. Hier hat Ila die Bedeutung von Ma, also mit. Deswegen seht ihr bei vielen Mufassirun, sie erklären hier komischerweise das Wort Ila mit Ma. Ma heißt so viel wie mit. Weil, und das ist eine Art des Ta'wil. Das ist eine Art des Ta'wil, aber mit Delil. Nicht jeder Ta'wil ist tadenswert. Und nicht jeder Ta'wil wird kritisiert, sondern nur der Ta'wil ohne Delil oder mit Schein-Delil. Das heißt, außerdem ist in der Sunna überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich die Ellenbogen mitwusch. Deswegen sagten einige, die sein Wudu beschrieben, dass er sich die Hände wusch, hatta ashra'a fil adud. Er ging teilweise bis zum Adud, hier den Oberarm. Ja, also daher entnehmen wir, die Ellenbogen müssen mitgewaschen werden. Das ist aber eine Sache, in der es Khilaf gibt unter den Ahlul Ilm, wegen dieser Geschichte mit Ila. Daher haben einige gesagt, dass die Ellenbogen nicht mitgewaschen werden müssen. Das ist aber äußerst schwer zu verwirklichen. Ja. Gut. Wenn er das gemacht hat, geht er weiter zur nächsten Pflicht des Wudu, nämlich das Bestreichen, das Benetzen des Kopfes. Das Benetzen des Kopfes mit den Ohren. Das macht er einmalig. Also er benetzt den Kopf und die Ohren zusammen auf einmal.
Und die Sunna ist es, wie es bei Bukhari Muslim überliefert wird, dass er beide Hände ansetzt an den Kopf hier vorne und zurück mit ihnen nach hinten fährt, Richtung Nacken, und dann von hinten wieder nach vorne. Und dabei bestreicht er sich auch die Ohren. Und für die Ohren nimmt er kein neues Wasser. Wenn er die Ohren bestreicht, nimmt er kein neues Wasser. Hier gibt es einen Hadith, der ist aber nicht mahfud, das heißt, dieser Hadith ist ein Fehler vom Überlieferer. In einer der Überlieferungen, der hat mehrere Art und Weisen, wie er überliefert wurde. In einer Variante lautet es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich neues Wasser nahm für die Ohren. Wie gesagt, dieser ist aber nicht mahfud, sondern schad. Er hat sich einer stärkeren Überlieferungsvariante widersprochen und ist somit ein Fehler. Na. Den Kopf bestreicht er aber nur einmal. Also beim Kopf gibt es nicht die Wiederholung. Wir haben ja gesagt, die höchste Form des Sunna ist es, die Körperteile dreimal zu waschen. Beim Kopf wird er jedoch nur einmal bestrichen oder benetzt. Danach wäscht er sich die Füße dreimal. Auch hier wieder dieselbe Geschichte. Il al-Ka'bain, sagt Allah Jalla, bis zu den Al-Ka'bain. Die Ka'bain sind die Knöchel. Aber hier auch hier sagen wir, das heißt mit den Ka'bain. Die Ka'bain würden mitgewaschen. Gut. Danach sagt der Imam, danach hebt er sein Antlitz gen Himmel und sagt folgendes: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das ist überliefert bei Muslim. Und in einer weiteren Überlieferung, die in den Sunan ist, ist eine Ziyada, eine Vervollkommnung dieses Hadithes, die aber nicht in den Sahihain ist, nämlich Allahumma ja'alni min al-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Das heißt, wenn man das sagt, ist auch gut. Er sagt, und es ist erlaubt, dem Mutawaddi, jemanden, der seine Tahara ausführt, zu helfen. Die Hilfe im Wudu ist erlaubt, das heißt, dass du ihm Wasser schüttest, na, und ähnliches. Ebenfalls das Abtrocknen der Körperglieder ist Mubah. Es ist Mubah. Mubah heißt ja nie, man kann es tun. Hier muss man aber erwähnen, die Fuqaha haben zwei Bedeutungen für das Wort Mubah. Einmal Al-Mubah ma' istiwa'i al-tarafain. Also man kann es tun und man kann es lassen, wobei beides gleichgültig ist. 50-50. Dann gibt es, sie benutzen manchmal das Wort Al-Ibah oder Al-Mubah auch für Dinge, die nicht gleichgültig sind. Genau wie hier. Das heißt, er darf es tun, das Unterlassen davon ist aber besser. Also es ist hier nicht gleichgültig, ob er es tut oder lässt. Er darf abtrocknen, wobei das Unterlassen der Abtrocknung besser ist. Und das gilt auch für den Russen. So, das war noch kurz beschrieben, ein wenig zügig, die Eigenschaft des Wudu. Die andere Eigenschaft entnimmt man einfach dadurch, wir haben ja gelernt, was die Fara'id und die Wajibat des Wudu sind. Lass alle anderen Taten weg, die Sunnah, und begrenze dich auf die Fara'id und die Wajibat, und das ist die ausreichende Eigenschaft des Wudu. Das heißt beispielsweise, du beginnst als allererstes mit der Waschung des Gesichtes. Du wäschst dein Gesicht nur einmal, spülst die Nase und den Mund nur einmal. Dann gehst du über auf die Hände, wäschst sie einmal. Du beginnst mit der linken Hand anstatt der rechten. Na, das ist halt eine Sunna, mit der rechten zu beginnen. Ich meine, wenn du das unterlässt alles, das ist dann die ausreichende Art und Weise. Das Unterlassen aller Sunnan und das sich begrenzen auf die Furud und die Wajibat. Danach geht es weiter mit einem neuen Kapitel. Das nennt sich Babu Mashil Khuffain. Babu Mashil Khuffain. Das Kapitel über die Benetzung der Al-Khifaf. Al-Khuf ist die Fußbedeckung. Wohl eher die Fußbedeckung, die aus Leder hergestellt wird, nennt man Al-Khuf. Die Mehrzahl davon Al-Khifaf.
Der Al-Masḥ ist sprachlich, dass man mit einer Sache mit seiner Hand über eine Sache fährt. Das ist der Masḥ in der Sprache. In der Scharia, wenn wir von den Masḥ al-Khuffayn reden oder vom Masḥ allgemein, ist es das Benetzen bestimmter Fußabdeckungen und Gleiches. Und Gleiches wie die Imama oder der Khimar der Frau oder die Vergipsung. Mit bestimmten Bedingungen und einer bestimmten Fristsetzung. Der Al-Masḥ ist eine Rukhsa. Was bedeutet Rukhsa? Es gibt in der Scharia zwei Arten von Ahkam. Azima und Rukhsa. Das hat mit den Al-Ahkam al-Wad'iyya zu tun. Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten ganz am Anfang in den ersten zwei Unterrichten, glaube ich war das, oder in den dritten Unterricht, über die Ahkam gesprochen. Es gibt zwei Arten von Ahkam in der Scharia. Ahkam taklifiyya, haram, wajib, mustahab und so weiter. Und Ahkam wad'iyya, wie die As-Sihha, die Gültigkeit, Al-Butlan, Ungültigkeit, Al-Shart, Bedingungen, Al-Mawana, Hindernisse. Wir haben nicht alle Ahkam wad'iyya erwähnt. Hier gibt es zwei, die nennt man einmal Al-Rukhsa und einmal Al-Azima. Al-Rukhsa ist die sprachlich die Erleichterung. Die Erleichterung. Und in der Fachsprache sagen sie, ma thabata ala khilafi dalilin shar'iyyin li mu'arid rajih. Das heißt, ein feststehendes Scharia-Gebot, das vom Scharia-Beleg des regulären Scharia-Gebots aufgrund eines entschuldbaren Anlasses abweicht. Also ein Die Rukhsa ist ein feststehendes Scharia-Gebot, das vom Scharia-Beleg des regulären Scharia-Gebots aufgrund eines entschuldbaren Anlasses abweicht. Und wenn man die Sache umkehrt, haben wir die Azima. Also das Waschen des Fußes ist die Azima, der Asl, die Grundlage. Der reguläre Scharia-Beleg oder das reguläre Urteil, Hukum der Scharia, ist, dass man den Fuß wäscht. Aber es gibt einen starken Delil, der diesem Beleg widerspricht. In Anführungsstrichen, in einem bestimmten Rahmen. Das heißt, wenn der Fuß bedeckt ist. Ja. Das heißt, das Benetzen des Fußes ist dann die Rukhsa, die Erleichterung. Das Waschen, welches die Grundlage ist, die Azima. Ja. Und die Hanabila, das ist eine Riwaya im Madhab, sagen, dass der Masḥ über den Khuffayn besser ist als das Waschen. Der Masḥ, der Khuffayn, ist besser und vorzüglicher als das Waschen der Füße. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem, weil das ein Merkmal der Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist. Warum? Und das ist eine sehr interessante Sache. Ihr seht, dass die Aqidah-Gelehrten den Masḥ über die Socken, oder nicht die Socken, sagen wir lieber die Khuffayn, die Ledersocken, in den Aqidah-Büchern erwähnen. Wie At-Tahawi sagt, وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن. Und wir glauben an den Masḥ über die Khuffayn. Was hat das in der Aqidah verloren? Man fragt sich so. Das ist ganz klar eine Sache, die zu den Al-Amaliyat gehört, in Furu'. Das heißt, ich nenne es mal so, den praxisbezogenen Ahkam, also den Fiqh. Das Geheimnis hier ist folgendes. Wie gesagt, der Al-Masḥ über die Khuffayn ist ein Symbol für die Ahlus Sunnah wal Jama'ah geworden, weil die vorherrschenden Gruppen damals, die Khawarij und die Rawafid, den Masḥ über die Khuffayn leugnen und bestreiten. Das heißt, die Rawafid glauben nicht an einen Masḥ über die Khuffayn und genauso die Khawarij haben das abgestreitet. Das heißt, die Ahlus Sunnah wal Jama'ah waren die einzigsten, die das bestätigt hatten. Und demgemäß hat man das in der Aqidah dann eingeführt, weil es, wie gesagt, die Ahlus Sunnah von den anderen unterschieden hatte. Und das hat einen anderen Grund. Der Al-Masḥ über den Khuffayn ist eine definitive Sache. Definitiv, was heißt es? Amrun qat'iyun. Qat'iyun thubut.
Das heißt, eine Sache, die definitiv überliefert worden ist. Es gibt Dinge, die nicht definitiv sind. Die kann man anzweifeln. Ja? Warum? Weil die Überlieferungswege nicht zahlreich sind oder weil sie nicht zur Gewissheit führen. Der Al-Mas'ih über den Khuffain wurde aber durch eine Art und Weise überliefert, die nennt man Al-Tawatur oder Al-Mutawatir. Wie der Koran. Der Koran ist Wort für Wort Mutawatir überliefert worden. Was heißt Al-Tawatur? Der Tawatur hat gewisse Definitionen und Bedingungen. Ich versuche das aber einfach nur kurz ein wenig zu demonstrieren. Ihr wisst, es gibt in den Überlieferungswegen, es gibt immer eine Generation der Überlieferer. Die Generation der Sahaba, dann die Generation der Tabi'un und so weiter. Die Generation der Atba' Tabi'in, dann die Generation der Imma und so weiter. Bis die Sachen dann niedergeschrieben worden sind. Um das dritte, vierte Jahrhundert wurden die Dinge niedergeschrieben. Wenn in jeder Generation, jeder über tradenten Generation, Unmengen von Menschen eine Sache unabhängig voneinander berichtet haben, an die danach folgende Generation, ja, und diese hat wieder unabhängig voneinander in Unmengen etwas berichtet an die nächste Generation, so dass es unmöglich ist, rationell betrachtet, es ist unmöglich, dass sie sich auf Lüge einigen, dass sie sich alle sagen, kommt, wir vereinbaren uns mal, diese Sache so und so zu erzählen. Alle, hunderte von Menschen. Dann ist das nicht so, das ist nicht möglich. Das also widerspricht sich der Logik. Und der Hadith über den Mas'h der Khuffain wurde auf diese Art und Weise überliefert. Das heißt, allein unter den Sahaba haben es über 40 Menschen gehört. Allein unter den Sahaba haben es über 40 Sahaba überliefert. Man muss sich vorstellen, wenn jeder Sahabi auch nur diesen Hadith zwei oder den Mas'h über den Khuffain nur zwei Leuten weitergegeben hat. Ja. Und das geht ja dann immer weiter. Das werden am Ende Unmengen, gewaltige Anzahl von Menschen, die das berichtet haben. Das heißt, es besteht gar keine Möglichkeit mehr hier zu spekulieren, dass das ein Fehler sein kann, dass das falsch war, dass es erlogen wurde. Ist nicht mehr möglich. Und deswegen sagte Al-Karchi von den Ahnaf, dass er sagte, wer den Al-Mas'h über den Khuffain bestreitet, yukhsha alayhi al-kufr. Yukhsha alayhi al-kufr, das heißt, man befürchtet oder man hat Angst, dass er dem Kufr verfallen sei. Weil, wie gesagt, das ist eine Sache, die Mutawatir ist. Na, das ist ein Grund, warum die Hanabila sagen, dass das Streichen der Khuffain vorzüglicher ist, auch dort ist. Der zweite Grund, wir haben ja gesagt, ist eine Rukhsa, eine Erleichterung. Richtig? Und im Hadith wird überliefert, Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhum. Allah Jalla liebt es, dass man seine Erleichterungen nimmt. Allah Jalla ist es lieb, dass man seine Erleichterungen annimmt. Dass man seine Erleichterungen annimmt. Und die Erleichterungen sind Sadaqat von Allah Jalla, die er seinen Dienern gegeben hat. Und die sollte man annehmen. Das ist ein weiterer Grund. Ja. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten anbefohlen hat, wie es im Hadith von Safwan ibn As-Sal bei Tirmidhi anderen überliefert wird. Zir ibn Hubeish kam zu Safwan und fragte ihn über den Mas'h der Khuffain. Er sagte, ich habe Zweifel über den Mas'h, über die Khuffain in bestimmten Situationen, nicht im Allgemeinen, in bestimmten Fällen. Hast du was darüber gehört? Den Propheten sallallahu alaihi wa sallam darüber sprechen gehört? Er sagte ja. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن. Er sagt, der Prophet صلى الله عليه وسلم befahl uns. Also es ist schon eine Aufforderung. Er befahl uns, die Khifaf nicht auszuziehen, wenn wir auf der Reise waren, und zwar drei Tage und drei Nächte. Weder wegen dem Schlaf, noch wegen dem Urinieren,
und noch wegen dem Koten, sondern nur wegen der Janaba. Wegen der Janaba sollten sie ihn wieder ausziehen, weil die Janaba den großen Russel bzw. die große Tahara fällig macht. Und in diesem Fall muss er sich die Füße waschen. Kann er, beim Russel geht das Bestreichen nicht. So, er sagt, für den Ansässigen ist die Frist, die hier gesetzt wurde, ein Tag und eine Nacht. Ein Tag und eine Nacht, also 24 Stunden. Und dieser Tag und die Nacht gelten also einmal für den Ansässigen und zweitens für den Reisenden, der nicht kürzen darf. Der Reisende, der nicht kürzen darf. Der Reisende, der nicht kürzen darf, das sind zwei Personen. Zwei Personen. Einmal jemand, der die bestimmte, die bestimmte Entfernung nicht erreicht hat. Das ist Nummer eins. Und zweitens jemand, der durch seine Reise sündigt. Oder auf seiner Reise sündigt. Jemand zum Beispiel, der verreist, um, sagen wir mal, um ein Fest der Kuffar zu besuchen. Ja, ein Fest der Kuffar zu besuchen. Er fährt beispielsweise 150 Kilometer. Ja. Das heißt, er hat die Entfernung hat er erreicht. Aber da er durch seine Reise hier sündigt, da er durch seine Reise sündigt, kürzt er, ist es ihm nicht erlaubt, 3 Tage und 3 Nächte zu bestreichen über seine Socken. Denn das ist eine Qaida, die die Fuqaha erwähnen, auch in den Büchern der Al-Qaida al-Fiqhiyya und in den Büchern der Usul Fiqh, wenn sie über die Rukhsa sprechen. Sie sagen, Ar-Rukhasu la tunatu bil ma'asi. Die Rukhas werden nicht an Sünden oder Ungehorsam angehängt und angeknüpft. Weil darf er sich überhaupt über die Socken streichen, ist doch auch eine Rukhsa. Jeder Socken. Ja. Darf er sich überhaupt über die Khuffain streichen? Weil. Aber er begeht doch eine Sünde durch seine Reise. Verboten ist ja, dass er die 3 Tage anhaben darf. Sagen wir es mal so. Wäre er ansässig und würde die Sünde begehen, dürfte er das machen oder nicht? Dürfte er machen. Also wir missachten einfach seine Reise. Der Asl steht ihm aber dennoch zu. Ja. Also das sind die zwei Personen. Das gilt dann auch für das Kürzen der Gebete, oder? Ja, dasselbe. Also jemand, der auf seiner Reise sündigt, kürzt auch nicht seine Gebete. Der muss sie vollständig beten. Das Kürzen ist nämlich auch eine Rukhsa, eine Erleichterung. So, und er sagt dann, Wali Musafirin Safaran Yubih al-Qasr Thalatha. Und für den Musafir, der auf der Reise kürzen darf, 3 Tage und 3 Nächte. 3 Tage und 3 Nächte. Das ist im Sahih überliefert bei Muslim in einer Riwayah von Ali ibn Abi Talib, in der er sagte: Lil Musafiri thalathatu ayamin wa layalihinna wa lil muqimi yawmun wa layla. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam setzte die Frist für den Verreisenden 3 Tage und 3 Nächte und für den Ansässigen 1 Tag und 1 Nacht. Die Frage, die hier viel wichtiger ist, die vielen Probleme bereitet, wann beginnt überhaupt der Mas? Wann beginnt der Mas? Hier gibt es unter den Fuqaha 2 Aussagen, keine dritte. 2 Aussagen und diese 2 Aussagen, die es bei den Fuqaha im Allgemeinen gibt, gibt es auch im Mazhab der Hanabila. Das heißt, die Hanabila haben hier 2 Aussagen. Das sind 2 Riwayat von Imam Ahmad. Die erste, min hadathin ba'da lubs. Die Zeit beginnt mit der Auflösung und Annullierung des Wudus nach dem Tragen dieser Fußbedeckung. Na, um sich das vorzustellen, stell dir vor, um 12 Uhr hast du den Wudu genommen, neu Wudu genommen und hast dir diese Khifaf angezogen. Tayyib. Um 12 Uhr. Du hast den Wudu eingehalten bis 6 Uhr, bis 18 Uhr. Der Wudu wurde eingehalten, wurde nicht annulliert.
In diesen 6 Stunden hat die Zeit noch nicht begonnen zu laufen. Die Zeit hat noch nicht begonnen zu abzulaufen. Das heißt, die stehen immer noch 24 Stunden zu. Die Zeit beginnt erst dann, wenn du dir nach dem Tragen der Khifaf, wenn deine Tahara annulliert wurde. Nehmen wir an, um 6 Uhr hast du, also um 18 Uhr abends, ist deine Tahara annulliert worden. Na, jetzt beginnt die Zeit zu laufen. Ob du danach Wudu gemacht hast oder nicht gemacht hast, ob du über die Socken gestrichen hast oder nicht gestrichen hast, das spielt keine Rolle hier. Sie beginnt mit der Möglichkeit des Bestreichens. Es wäre dir jetzt möglich, die Socken zu bestreichen, um die Tahara wiederherzustellen. Na. Und dann steht dir das zu bis zum nächsten Tag um 6 Uhr. Bis zum nächsten Tag um 6 Uhr, also genau 24 Stunden. Ja, die zweite Riwaya, aber das ist die Riwaya, die wir hier erwähnt haben, das ist der Al-Mu'tamad fil Madhab, das heißt die im Allgemeinen akzeptierte Auffassung im Madhab, oder das, was wir Madhab nennen könnten hier. Es gibt aber im Madhab von Ahmad, rahimahullah, eine andere Auffassung, das ist die Sheikh al-Islam Taymiyyah genommen hat. Und zwar, dass die Zeit beginnt mit dem ersten Tahara herstellenden Mas. Mit dem ersten Tahara herstellenden Mas. Warum sagen wir Tahara herstellend? Weil es kann ja sein, dass du beispielsweise um 12 Uhr Wudu genommen hast, die Füße gewaschen hast und dir eine Fußbedeckung angezogen hast. Danach hast du Zuhur damit gebetet. Und hast die Tahara eingehalten bis zum Asr. Aber es ist jetzt Sunnah, dass du dein Wudu erneuerst. Na? Es ist Sunnah, dass du dein Wudu erneuerst. Er wäscht sich und streicht über die Socken. Er hat sich keine Tahara hergestellt. Die Tahara war schon da. Er hat sie nur in Anführungsstrichen aufgefrischt. Das heißt, mit dem ersten Mess, der die Tahara herstellt, beginnt die Zeit. Um das nochmal jetzt ein wenig nochmal genau zu demonstrieren. Nehmen wir das Beispiel von 12 Uhr. 12 Uhr, Tahara genommen, Fuß gewaschen, Füße gewaschen, Socken angezogen oder die Khifaf. Um 6 Uhr, 18 Uhr, wurde die Tahara, um 2 Uhr, sagen wir 2 Uhr, hast du die Tahara annulliert. Na? Aber du hattest schon Dhuhr gebetet. 2 Uhr wurde die Tahara annulliert. Du hast jetzt, in der ersten Aussage würde die Zeit jetzt beginnen zu laufen. Ja. Hier aber nicht, weil sie beginnt erst mit dem ersten Mess. Stell dir vor, um 6 Uhr abends, dann wiederholst du deine Tahara und streichst über deine Füße. Mit dem ersten Bestreichen würde die Zeit dann laufen. Das sind zwei Aussagen, die es unter dem Fuqaha gibt. Weißt du, zwischen 2 und 18 Uhr kein Wudu gemacht hat, zählt die Zeit nicht? Nein, das zählt noch nicht. Ja. So. Er sagt, und nach dem Ablauf der Frist, nach dem Ablaufen der Frist, ist er verpflichtet, die Khifaf abzunehmen. Er nimmt sie ab und wiederholt die Tahara. So, es gibt 7 Bedingungen, die die Fuqaha erwähnen hier. 7 Bedingungen für den Masih, wann er legitim und gültig ist. 7 Bedingungen. Die erste Bedingung, der Al-Khuf muss Mubah sein. Mubah, yani, er muss legal für dich sein. Legal für die Person, die ihn anzieht und benetzen möchte. Das heißt also, ein Khuf, der gestohlen wurde oder der mit Gewalt an sich gerissen wurde, ist Unrecht, oder Khifaf, die oder eine Fußbedeckung, die aus Seide besteht, für den Mann, das sind alles Dinge, die für ihn illegal sind. Sie sind nicht legitim. Diese könnte er nicht bestreichen. Diese dürfte er nicht bestreichen. Die Frau natürlich dürfte Socken aus Seide bestreichen. Übrigens, Seide ist nicht immer für den Mann verboten.
Dazu kommen wir noch im Kitab al-Salah, im Kapitel des Salah. Wenn er über die Aura spricht, spricht er über gewisse Kleidungsformen, die verboten und erlaubt sind. Und die Seide ist nicht immer verboten für den Mann. Das hat gewisse Bedingungen. Dazu kommen wir aber noch später. Zweitens, der Khuf muss Tahir sein. Tahir al-Ain. Tahir al-Ain. Was heißt Tahir al-Ain? Wesenszeichen. Ja. Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten mal ganz am Anfang in Kapitel der Tahara über die Najasa gesprochen. Es gibt zwei Arten der Najasa. Najasatun Ainiya, Najasatun Hukmiya. Und hier seht ihr auch an dieser Sache, dass die Kapitel des Fiqh miteinander verbunden sind. Ja. Es gibt Dinge, die werden in einem Kapitel erwähnt, die schon mal vorher angesprochen worden sind und die einen gewissen Zusammenhang aufweisen. Aber die Fuqaha erwähnen nicht nochmal die ganze Geschichte, weil sie gehen davon aus, dass der Mutafaqih sich damit auskennt. Zum Beispiel in der Idda. Im Kapitel der Idda werden Sachen über den Haid. Du kannst sie in den Kapitel der Idda, der Wartezeit der Frau, nicht verstehen, das Kapitel der Idda, wenn du das Kapitel des Haid nicht vorher verstanden hast. Und das Kapitel des Haid kommt ganz am Anfang im ersten Kapitel der Tahara vor. Und das Kitab al-Idda kommt ganz am Ende irgendwann im Kitab al-Nikah vor. Das heißt, die Dinge sind miteinander abhängig. Du wirst das eine ohne das andere nicht verstehen können. Wie gesagt, auf jeden Fall die Najasa, zwei Arten. Najasa al-Hukmiya und Najasa Ainiya. Najasa Ainiya, das heißt, dass das Wesen selbst unrein ist. Das Wesen selbst ist unrein. Hundeleder. Leder aus Hundehaut ist unrein. Leder aus Schweinehaut ist unrein. Du kannst es 100-mal waschen. Es wird ihm keine Tahara bringen. Dann gibt es die Najasatul Hukmiya. Das heißt, ein Najasatul Hukmiya, das bedeutet, eine Sache ist zwar ursprünglich eigentlich rein, sie wurde aber befleckt oder beschmutzt durch eine auftretende Unreinheit. Beispielsweise hast du Bullenleder, ja. Bullenleder eines Tieres, das Scharia-konform geschächtet wurde. Es wurde aber verschmutzt, ist irgendwie ist da drauf eine Unreinheit drauf gekommen. Das könnten wir jetzt bereinigen. Wir bedingen beim Khuf nur, dass er Tahir al-Ain sein muss. Er muss Tahir al-Ain sein. Das heißt, wenn sich auf der unteren Fläche des Khuf, der eigentlich Tahir ist, eine Najasa befinden würde, ja, also Najasa Hukmiya, würde der Mas gültig sein. Der Mas wäre dennoch gültig. Also wir bedingen hier nur die Tahara Ainiya und schließen die Najasa Ainiya aus, nicht die Najasa Hukmiya. Das muss man verstehen. Drittens, er muss den kompletten Pflichtbereich bedecken. Was heißt Pflichtbereich? Also den Bereich, den du eigentlich hättest waschen sollen. Mahallul Mafrud. Der muss komplett bedeckt sein. Das heißt, wenn eine Socke die Knöchel nicht bedeckt, du kannst nicht über diese Socken streichen. Wenn ein Khuf die Socken, die Knöchel nicht bedeckt, du kannst auch nicht über diese streichen. Und das deutet auf diese Sache deutet ein weiterer Text aus der Sunna hin. Ihr wisst vielleicht, dass es während des Ihram nicht erlaubt ist, dass man die Füße gänzlich bedeckt. Ja, die Füße müssen auch offen sein. Also, und in der Sunna wird überliefert, bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muhrim befahl, Ni'al anzuziehen. Sowas wie Sandalen. Ja. Und er sagte, wer keine Ni'al hat, der soll sich die Khifaf anziehen, den Khuf, und er soll sich den Khuf bis zu den Knöcheln abschneiden, also unter den Knöcheln, soll er sie kürzen. Das heißt, alles, was unter den Knöcheln liegt, na, das hat nicht mehr den Hukm der vollständigen Bedeckung. Und demnach ist es auch nicht erlaubt, sowas zu benetzen. Also müssen die Khifaf über den Knöcheln sein. Die müssen die Knöchel komplett bedecken.
nicht nur die Knöchel, auch alle anderen Bereiche des Fußes. Also wer ein Loch hätte im Hof, der dürfte das nicht. Manche nennen das Klimaanlage. Der dürfte das nicht benetzen. Ebenfalls wäre die Fußbedeckung durchsichtig. Ja, wäre die Fußbedeckung durchsichtig, dürfte er das auch nicht benetzen. Die vierte Bedingung: Es muss selbstständig haften können. Es muss selbstständig haften können oder durch Hilfe von gewissen Zusätzen wie den Schnüren oder Knöpfen und ähnliches. Das heißt, Dinge, die nicht haften, in denen man nicht richtig laufen kann, weil sie zu groß sind, weil sie zu breit sind, weil sie beim Laufen abfallen könnten, all diese Sachen darf man nicht benetzen. Na. Hier ist eine Aussage von Imam Ahmad. Er sagte: Laysa fi qalbi min al-mashi shay, fihi 40 hadithan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Ich habe keine Bedenken in Bezug auf das Benetzen der Khuffain. Es gibt darin 40 oder über 40 Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls ist es im Madhab der Hanabila erlaubt, und das ist der Madhab einer großen Anzahl der Sahaba, dass man sich über die Jawarib streicht. Al-Jawrab ist das, eine Fußbedeckung, die nicht aus Leder besteht, aus Baumwolle oder sonstigen Dingen. Auch die Jawarib darf man im Madhab bestreichen, mit einer Bedingung, dass sie dicht sind. Dicht, das heißt, man sieht die Hautfarbe darunter nicht. Man sieht die Hautfarbe darunter nicht. Dazu, wie ist das mit diesen dünnen Socken, die wir heutzutage kennen? Es kommt darauf an, also wenn es dünne Socken sind, so dass man darunter die Hautfarbe erkennen kann, dann kannst du nicht über diese streichen. Wenn sie wegen ihrer Dichte aber die Haut verdecken, ja, auch wenn sie dünn sind, dann darf man darüber streichen. Auch wenn sie nass werden, wenn man über sie streicht, also spielt keine Rolle. Ausschlaggebend ist hier die Dichte. Na, und das ist in vielen Ahadith überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich über die Jawrabain strich und auch über seine Na'lein, das heißt die Sandalen oder die Schlappen. Das haben unter anderem Ahmad und Tirmidhi und so weiter überliefert. Ebenfalls, das ist eine der Mufradat im Madhab, wenn ich mich nicht irre. Mufradat, das heißt eine Sache, wo der Madhab von Imam Ahmad in Bezug auf die anderen Madhab ein Einzelgänger ist. Da bin ich aber nicht mehr 100% sicher. Das Bestreichen der Imama. Das Bestreichen der Imama. Die Imama ist nicht jede Kopfbedeckung. Na, die Imama ist diese Kopfbedeckung, die man sich um den Kopf wickelt. Das nennt man die Imama. Die Imama darf auch bestrichen werden mit gewissen Bedingungen. Drei Bedingungen gibt es hier. Einmal, dass die Person, die die Imama trägt, männlich ist. Das heißt, wenn eine Frau eine Imama tragen würde, die dürfte sich nicht über diese Imama streichen. Der Grund ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Tashabbuh, also das Imitieren der Frauen, dass die Frauen Männer imitieren oder umgekehrt, verboten hat und sie verflucht hat. Das heißt, es ist eine Sünde. Und wir haben gesagt, Erleichterungen werden nicht an Sünden geknüpft. Zweitens, diese Imama muss entweder Muhannaka sein oder Zatu Du'aba. Weil das sind die Imamat der Araber. Muhannaka heißt, dass er sich die Imama um den Kopf wickelt und ein paar Mal oder einmal unter den, hier diesen Bereich, wie nennt man das? Unter den Hals. So, ja. Ihr habt das schon gesehen, vielleicht in Mauretanien tragen die das so in den Wüsten. Oder sie muss eine Du'aba haben, das heißt eine Schleife nach hinten. Das ist die Imama, die bekannt war. Die Al-Imama bedeutet eine Imama, die weder unter den Hals gewickelt wird, unter das Kiefer, ja, und noch
eine Schleife hat, die nach hinten geworfen wird, diese darf man nicht bestreichen. Ebenfalls darfst du sonstige Kopfbedeckungen nicht bestreichen, die Taqiyya, diese Mütze, na, oder ähnliches. All diese Dinge dürfen nicht bestrichen werden. Was man auch bestreichen darf im Madhab vom Imam Ahmed, sind die Khumur der Frauen. Der Khimar der Frau darf bestrichen werden, auch wenn sie mit der Bedingung, dass sie ihn auch unter dem Halq, also auf dem Unterkiefer gewickelt hat. Na, nicht nur um den Kopf geworfen hat. Weil das ist die Art und Weise, das abzunehmen ist schwer für die Frau. Eine gewisse Erschwernis. Wenn es aber nur ein Tuch ist, das man sich um den Kopf wirft oder über ihn zieht, na, dann darf sie sich nicht darüber bestreichen. Und das ist in der Sunna überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Khimar strich. Der Khimar eines Mannes ist seine Kopfbedeckung, die Imama. Aber das Wort Al-Khimar nimmt auch die Khumur der Frauen ein. Ja, das ist ein allgemeines Wort. So, und die nächste Bedingung, die wir noch nicht genannt haben, ist, dass dies alles im kleinen Hadath ist. Wir hatten vorhin 5 Bedingungen genannt, 2 haben wir gelassen. Die 6. Bedingung wäre, dass diese Dinge im kleinen Hadath bestrichen werden. Ja, das heißt, im großen Hadath darf er die Dinge nicht benetzen. Das würde ihn keine Tahara bringen, denn er muss sich sowieso gänzlich waschen. Und die 7. Bedingung, dass er diese Dinge im Zustand der Tahara anzieht, nach einer vollständigen Tahara. Denn im Hadith von Al-Mughira, in den Sahihain wird überliefert, er sagte, كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ. Er sagte, ich war mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم auf der Reise und ich stürzte mich in Richtung seiner Füße, um seine Khifaf abzunehmen. Diese Überlieferung ist zusammengefasst und gekürzt. Er war dabei, Wudu zu nehmen. Und er sagte zu ihm, da'huma, lass sie, fa'inni adkhaltuhuma tahiratayn. Denn ich habe die Khifaf, oder die angezogen, im Zustand der Tahara meiner Füße. Das heißt, er hatte sie gänzlich gewaschen gehabt. Demnach jemand, der beispielsweise die Tahara jetzt ausführt, na'am, das ist eine Mas'ala, die ist ein wenig, also über die kann man streiten. Das ist aber nicht so wichtig. Wir wollen einfach nur verstehen, was sie hier sagen. Das ist die erste Sache. Jemand macht Wudu, er hat sich gerade den rechten Fuß gewaschen. Er hat noch nicht den linken angezogen. Das heißt, der Tahara ist noch nicht in Erfüllung geraten oder gekommen. Und das ist eine Mas'ala, die hat mit der Frage zu tun. Gibt es eine Tahara für jeden einzelnen Körperbereich oder ist die Tahara eine summarische Eigenschaft, die den ganzen Körper betrifft und erst erlangt wird, wenn die komplette Tahara erlangt wird? Dieser Khilaf basiert auf dieses Thema. Er hat sich den rechten Fuß gewaschen, er zieht sich den rechten Khuf an. Dann wäscht er sich den linken und zieht sich den linken Khuf an. Hat er die Khifaf auf voller Tahara angezogen? Da hat er nicht. Deswegen hier würde dieser Masch nicht, er könnte diese Socken nicht bestreichen. Ja. Jedenfalls, das ist die 7. Bedingung, damit hätten wir alle 7 Bedingungen abgeschlossen. Dann machen wir noch ein bisschen weiter, 10 Minuten so. Es geht weiter mit der Jabira. Die Jabira ist ursprünglich, sind das Äste oder ähnliches, die man an den gebrochenen Knochen angebracht hat und zugebunden hatte. So hat man damals die Brüche behandelt. Das heißt, man hat den Arm gebrochen, man hat mehrere Holzstückchen genommen, längere Holzstückchen, hat sie an den Körper angelegt und hat das zugewickelt mit irgendetwas.
Heute haben wir den Gips und ähnliches oder sonstige Verbände und Bedeckungen aufgrund von Verletzungen oder Brüchen. Das ist die Jabira. Hier wird jetzt über den Hukm des Benetzen der Jabira gesprochen. Ja, auch das Bestreichen der Jabira ist erlaubt mit gewissen Bedingungen. Es gibt aber Unterschiede zwischen dem Benetzen der Jabira und dem Benetzen der Socken, der Khifaf, der Imama und der Khumur. Ich wollte euch kurz diese Unterschiede aufzeigen, bevor wir dann weitergehen mit den Ahkam der Jabira. Im Insaf, im Buch Al-Insaf, nennt er einige Merkmale, in denen sich beide voneinander differenzieren. Erstens, beim Bestreichen der Jabira, dem Gips und Ähnlichen, gibt es keine zeitliche Frist. Es ist nicht ein Tag und eine Nacht, weder noch drei Tage und drei Nächte, sondern solange die Stelle ungeheilt ist. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied, die Jabira muss komplett bestrichen und benetzt werden. Das heißt, wenn du einen Gips auf dem Arm hast, hier komplett, du musst die obere Seite und die untere Seite alles benetzen. Bei den Khifaf ist es nicht der Fall. Beim Khifaf benetzt du einfach die obere Hälfte des Khuf und musst sie auch nicht komplett benetzen, sondern so im Allgemeinen die Mehrheit, den größten Bereich des Khuf. Das ist der Unterschied Nummer 2. Nummer 3, das Bestreichen der Al-Jabira ist auch legitim im großen Hadath. Das heißt, du bist in der Janaba, im großen Hadath, du musst den Ghusl vornehmen, im Ghusl bestreichst du auch die Jabira. Das ist eine Darura, deswegen. Viertens, das Bestreichen der Jabira ist eine Azima, keine Rukhsa. Eine Azima, keine Rukhsa. Ihr erinnert euch noch an die Azima und die Rukhsa? Die wir heute Morgen gesprochen haben. Ja. Gut. Das heißt also, das Bestreichen der Jabira ist eine Pflicht. Und nicht etwa besser oder Sunna. Es ist eine Pflicht, du musst es tun. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, die sind jetzt aber nicht so ausschlaggebend. Dann kommen wir zurück zu Al-Jabira. Es ist erlaubt, die Jabira zu bestreichen, wenn die Bedeckung, also mit der Bedeckung ist jetzt dieser Gips gemeint oder die Verbände, nicht den nötigen Raum überschreiten. Den nötigen Raum. Was ist damit gemeint mit dem nötigen Raum? Stell dir vor, dein Arm ist gebrochen. An einer bestimmten Stelle. Irgendwo in der Mitte. Und um diesen Gips anzubringen, bräuchte man beispielsweise 20 cm. Ja, so in der Mitte. 10 cm hier und 10 cm hier vorne. Ich weiß nicht, wie das in der Realität ist. Es ist aber auch nicht so wichtig. Es geht nur darum, die Sache zu erklären. Es wären also insgesamt nur 20 cm der Länge nötig, um das Ganze anzubringen. Wenn du aber daraus 30 cm machst, es länger machst, als es nötig ist, na, in diesem Fall ist es dir nicht erlaubt, diese Jabira zu bestreichen. Du musst sie kürzen lassen. Und dann machst du das. Denn das Bestreichen der Jabira ist eine Darura. Na, und es gibt eine Qaida, ein Prinzip, das die Ahlul Ilm erwähnen, unter der Regel Ad-Darurat und Tubihu al-Mahzurat, kein Gebot bei Not, oder die Not hebt das Gebot auf, na, oder die Darura-Nöte machen aus dem verbotenen Mubahat. Unter dieser Regel erwähnen sie ein weiteres Prinzip, um das einzuschränken, weil es kein Freiticket ist. Sie sagen,
Ad-Darurah tuqaddaru biqadariha. Ad-Darurah oder Ad-Darurat tuqaddaru biqadariha. Darura-Nöte werden entsprechend der Schwere der Not berücksichtigt. Entsprechend der Schwere der Not berücksichtigt. Was die Darura ist, das ist eine Sache, die in den Kutub al-Maqasid oder in Usul al-Fiqh durchgesucht werden. Jedenfalls, ich gebe euch ein Beispiel. Jemand, der keine Nahrung findet, außer das Schwein. Ja, das ist eine Darura, er isst es. Aber er isst nur so viel, wie nötig ist, um seinen Hunger zu stillen, um sich am Leben zu halten. Eine Frau muss zum Arzt. Es gibt keine weibliche Ärztin, es gibt keine Ärztin. Sie muss sich behandeln lassen. Beispielsweise hat sie irgendwas an einer Stelle, die sie eigentlich nicht entblößen dürfte. Sie entblößt nur die Stelle, die nötig ist, nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal besprochen hatte. Haben wir das besprochen? Ja. Okay. Eine Frage. Ja. Der Arzt, wenn er dann den Gips zum Beispiel komplett macht, obwohl vielleicht nur 20 cm nötig sind, und wenn er, da wir unwissend sind, können wir davon ausgehen, dass der Arzt weiß, dass es nötig, können wir davon ausgehen, dass es nötig war, den ganzen Arm einzugipsen? Nein, das weiß ich nicht. Das muss abhängig vom, ich weiß nicht, wie die das machen. Also. Aber auf jeden Fall in diesem Fall, wenn man es nicht mehr abnehmen könnte, weil es Schaden verursachen würde, ja, oder weil der Arzt sich nicht bereit erklären würde, das nochmal abzunehmen, etwas Kürzeres anzubringen. In diesem Fall machst du einfach Tayammum für dieses Körperteil. Dazu kommen wir aber noch, inshallah. Ja, also auf jeden Fall, er darf nicht mehr als nötig überschreiten mit dem Verband. Und natürlich, was in der Nähe der Verletzung liegt, ist durchaus nötig. Na, weil du, sonst würde das Verband gar nicht haften. Du musst also etwas außerhalb der Verletzung anbringen von dem Verband und Ähnlichem. Na. Und hier auf diese Sache stützen sie sich auf den Hadith von dem Mann, ihr kennt ihn wahrscheinlich, der ist in den Sunnah überliefert. Der Mann, der in der Reise etwas auf den Kopf bekommen hat, eine Kopfverletzung, und seine Gefährten haben, er hat gefragt, ob es für ihn eine Rukhsa gibt. Weil er war auch im Zustand der Janaba, also er hat zwei Probleme gehabt. Und sie haben gesagt, wir kennen keine Rukhsa für dich. Er hat sich dann gewaschen und ist dadurch ums Leben gekommen. Na. Gut, also wie gesagt, er bestreicht diese Sache, bis das wieder abgenommen wird. Bis die Jabira abgenommen wird oder sich die Verletzung unter der Jabira heilt. Tayyib, da sind einige Masail, die mit dem Safar zu tun haben. Die verschieben wir dann auf das nächste Mal. Das ist noch ein bisschen viel. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين